ist denn los hier? Was ist passiert? Rücktreten! Rücktreten! Große Hupe, kleine Hupe! Verrückte in dieser Woche? Ja, leider. Sagen Sie, haben Sie denn noch mehr Übergeschnappte auf Lager? Ich fürchte, ja. Das G-Mollhorn hat bis jetzt jeden Tag einen geschafft. Lassen Sie mich mal durch. Die auch auf G-Moll-Ton machen. Sind die anderen in Ordnung? Was? Ob die anderen in Ordnung sind? Sind zu brauchen. Lass doch den Quatsch. Ich muss sie doch ausprobieren. Endlich das Ding ab, das macht mich ganz nervös. Die müssen alle total taub sein. Hör wenigstens du auf. Ruhe! Kannst du dir denn das ewig anhören? Ja, das geht ins eine Ohr rein und beim anderen raus. Das stört mich gar nicht. Fertig. Nein, ich habe jetzt die Nase voll! Ich will nicht mehr! Ich will überhaupt nicht mehr! Hör mal links, hör mal rechts! Hör mal von oben! Überall hören und hupen! Hören und hupen! Riech doch, junger Mann. Beruhigen Sie sich doch. Das passiert doch nur fast jeden Tag. Das müssen Sie doch schon gewohnt sein. Darauf müssen Sie sich einstellen. Ich mach das Ding weg! Ruhe! Lieber Freund, Sie sind ja völlig mit den Nerven fertig. Gehen Sie nach Hause und legen Sie sich ins Bett. Ich schicke Ihnen gleich einen Arzt. Das ist genau das, was ich brauche. Danke. Ja, ja. Komm schon, komm! So. Macht euch wieder an eure Arbeit! Ich bin zu nervös. Ich bitte dich, lass die Huperei. Stell doch ab, du Tollpatsch. Ich hab's gleich.
sofort. Moment. Spann mal deinen Schirm auf. Wiedersehen. Das tut gut. Warum gehst du denn auf Zehenspitzen? Ich bin doch noch nicht tot. Ich gehe auf dem Haken. Und warum gehst du auf dem Haken? Weil ich einen Nagel im Schuh habe. Dann setz dich und zieh ihn raus. Augenblick, bitte. Hallo? Hallo, hier ist Dr. Finlayson. Oh, sehr angenehm. Hallo? 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 Hallo, hier ist Dr. Finlayson. Ich nehme an, es ist eine gestörte Störung. Hallo? Hallo? Hallo, hier ist Dr. Finlayson. Spreche ich mit Mr. Hardy? Aha. Ich bin In Ordnung. Auf Wiedersehen. Wer war's? Der Doktor. Was hat er gesagt? Er kommt in einer Viertelstunde oder vielleicht erst in 15 Minuten. Jedenfalls so schnell es geht. Was hast du denn da reingefüllt? Gar nichts. Was soll ich denn mit einem Eisbeutel, wenn kein Eis drin ist? Wir haben kein Eis. Du bist ein Idiot. Dann tu doch wenigstens kaltes Wasser rein. Hier. Wie du meinst. Thank you.
Sieh nach, wer da ist. Ich wollte fragen, wie es Mr. Hardy geht. Bitte. Sind Sie denn verrückt geworden? Guten Morgen, Doktor. Guten Morgen. Ich glaube, ich gehe jetzt. Wenn Sie irgendeine Hilfe brauchen, komme ich gern. Vielen Dank. Komm, Lissy. Willst du eine Banane? Ja, gern. Hier. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Komm bald wieder, mein Kind. Na, wollen wir mal sehen. Zeigen Sie mir Ihre Zunge. Wo ist Ihr Wasser? Da um die Ecke. Bedienen Sie sich bitte. Weg! Ich habe mich zu Tode erschreckt. So, jetzt machen wir die Lungenprobe. Legen Sie sich mal ganz lang auf Ihr Bett. Ja. Ja. Was ist das? Das ist meine eigene Erfindung. Der Lungenuntersucher. Bis 90 ist noch normal. Aber was darüber geht, ist äußerst lebensgefährlich. Hier, nehmen Sie das und Sie das in den Mund. So. Legen Sie das Ding weg. Und gehen Sie mir zur Hand. Nein, 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 nicht so. Tun Sie das, was ich getan habe. So bitte. Oh, ja. Olli, wie fühlst du dich? Mein Bauch ist doch keine Gulliver-Tropfen. Weiter pusten. Immer weiter. Hm? Oh,
Oh. Hier. Oh. Mir. Was habe ich denn, Doktor? Was ich befürchtet habe. Doppelseitige Hornophobie. Hm? Hornophobie? Ja, Sie sind sehr empfindlich gegen Hupentöne. Sie sind sozusagen ein Hupenhysteriker. Was Sie notwendig brauchen, ist absolute Bettruhe. Aber wirklich absolute Bettruhe. Und eine Ziegenmilchkur. Was? Fliegenmilch? Nicht Fliegen. Geißen. 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 So, nehmen Sie ein heißes Bad und ruhen Sie sich aus. Ja, Doktor, wo kann ich mich denn ausruhen? Na, vielleicht machen Sie eine kleine Schiffsreise. Da haben Sie auf alle Fälle frische Luft. Nein. Ja, baden lasse ich mir noch gefallen, aber auf ein Schiff reisen will ich nicht. Gut, das ist ja nur ein Ratschlag. Sie können ihn befolgen oder nicht. Ist ja nicht meine Krankheit, sondern Ihre. Tun Sie, was Sie wollen. Und was ich noch sagen wollte. Ich finde, du solltest den Rat des Doktors befolgen. Du hast ja gehört, was er gesagt hat. Wenn du es nicht tust, bist du der Dumme. Du kannst von mir aus reden, solange du willst. Aber eine Schiffsreise mache ich nie. Nicht mit und nicht ohne Hornophobie. Ich wollte dir nur helfen. Ich will dir was sagen. Erlaube mal. Mir ist da gerade was eingefallen. Wir brauchen ja gar nicht auf den Ozean, um frische Luft zu haben. So? Wie meinst du das? Wir mieten uns ein Segelboot, machen es uns gemütlich und brauchen den Hafen gar nicht zu verlassen. Da haben wir so viel Seeluft, wie wir wollen. Da hätten wir aber den Doktor reingelegt. Was heißt hier reingelegt? Seeluft ist Seeluft. Ob du die nun im Hafen genießt oder auf hoher See, das ist doch dasselbe. Was sagst du dazu? Du hast recht. Das machen wir. Gut. Und jetzt rein ins heiße Bad und dann ins Bett, damit der Doktor auch seinen Willen hat. Richtig. Dann kann er dir auch keine Du Vorwürfe hast den Nagel machen. Auf den Kopf getroffen. Während ich mein Bad nehme, räumst du hier das Zimmer auf. In Ordnung. Na nun. Ich dachte, unsere Wasserleitung wäre repariert worden. Sie ist auch repariert worden. Geben Sie mir den Klempnermeister. Sehr gern. Hallo? Sind Sie der Mann, der bei uns die Wasserleitung repariert hat? Ja, warum? Dann lassen Sie sich Ihr Lehrgeld zurückgeben. Warum denn? Es ist doch alles in bester Ordnung. Sie sollten lieber Ihren Beruf aufgeben und Zauberkünstler werden. Ha! Dem habe ich es aber gegeben. Thank you.
Verzeihung. Würdest du vielleicht die große Freundlichkeit haben und mir eine kleine Tasse Kaffee bringen? Ohne dass das ganze Haus zusammenfällt. Ich bin gar nicht schuld. Das muss ein anderer gemacht haben. Ach, da liegt's also. Ja. Gut, dass du mich daran erinnerst. Jetzt gehe ich sofort hinunter und werde diesem Stümper vom Klempner meine Meinung geigen. Hm. Oh. Mr. Hardy, ist bei Ihnen auch was passiert? Passiert ist gut. Sehen Sie sich mal meine Küche an. Da steht kein Stein mehr auf dem anderen. Nein, nein, kommen Sie erst mal mit zu mir. Also ich kann mir nicht vorstellen, was da los ist. Ich mache heute früh meinen Eisschrank auf. Und was passiert? So was. Aber das ist noch nicht alles. Sehen Sie sich mal das Radio an. Oh. Das ist doch die Höhe. Ich werde dem Kerl auch noch Ihre Meinung geigen. Hallo? Hallo, Mr. Laurel. Maestro Meloni ist auf dem Weg zu Ihnen, wegen der Musikstunde. Oh, das ist gut. Er hat mich schon früher erwartet. Rufen Sie mich doch wieder mal an. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Buongiorno, signore. Oh, war das ein Erdbeben? Nein, das war mein Bein. Das hat aber terribile gebebt. Also gut. Fangen wir an mit der Musika. Wo ist der Keller, bitte? Da unten. Vielen Dank. Bitte. So, nun hören Sie mal zu. Ich werde Ihnen zeigen, wie es gemacht wird. Verstanden? Gut. Wir spielen Duett. Fangen wir an. Hupen. Hörner! Hörner! Hupen! Hallo, sagen Sie, wer hat denn diesen Hornochsen hier raufgeschickt? Hast du gerufen? Wo bist du? Hilf mir! Komm hilf mir, Stein! Lass mich runter! Hilf mir! Hilf mir, Stein! Warte, Moment! Oh! 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 Lass mich fallen! Oh! 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 Sagen Sie bitte, wo ist die Straße? Da draußen. Vielen Dank. Hilfe! Hilfe!
mit der Matratze. Halt doch ein Sekündchen aus. Ich kann nicht mehr sehen. Ich kann mich nicht mehr halten. Hilfe! Ich komm gleich. Entschuldigen Sie bitte, ich wollte eigentlich... Steig ein. Bitte. Bitte. Autsch! Morgen, Jungs. Was wollt ihr denn? Ich bin Mr. Hardy und das ist mein Freund Mr. Lord. Wir haben mit Ihnen wegen eines Segelschiffs telefoniert. Ach, ihr seid das? Ja, das Boot ist klar. Kommt mal mit. Oh, das ist schön. Ist das Ihre Ziege? Ja. Ich komm gleich. Komm. Sehen Sie, das ist es. Das war einmal das schönste Boot, das je die sieben Meere befahren hat. Na, kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Es war nicht mehr ganz neu, aber solange es im Hafen bleibt, wird es kaum sinken. Wenn ihr mich braucht, wisst ihr ja, wo ihr mich findet. Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schiffe ahoi. Olli, wo soll ich Narzisse hin tun? Bin sie am Steg fest. Das sieht aber nett hier aus. Hübsch, nicht? Und ruhig. Ich finde, deine Nerven sehen schon viel besser aus. Wozu hast du die Trompete mitgenommen? Ach, die da. Weißt du, der Professor hat gesagt, wenn ich nicht übe, könnte das meinen Lippen sehr schaden. Und ich sage dir, wenn du übst, wird das deinem Leben sehr schaden. Hast du denn immer noch nicht begriffen, dass mich das Getute verrückt macht? Dass ich ganz wahnsinnig davon werde? Wenn ich's nur höre, könnte ich einen töten, einen Menschen in Stücke reißen und wegschmeißen. Der bloße Gedanke daran lässt mich an die Decke gehen. Reg dich nicht so auf. Wer regt sich denn auf? Nun beruhige dich doch, Olli. Du weißt, was der Doktor gesagt hat. Du sollst viel schlafen und deine Ziegenmilch trinken. Da fällt mir ein, wie steht's denn mit der Ziegenmilch? Gut, dass du mich daran erinnerst. Ja, das ist gut. Hol mir welche. Ja, das wird deine Nerven beruhigen nach dieser Aufregung. Es dauert höchstens eine Minute. Entschuldige bitte. Wie viel soll ich denn bringen? Der Becher voll genügt. Na schön. Übrigens, weißt du überhaupt, wie man eine Ziege melkt? Natürlich, die melke ich genau wie eine Kuh. Ich nehme den Topf in diese Hand und in die andere nehme ich den Schwanz und mache so. Das ist doch ganz einfach. Natürlich, wenn einer Linkshänder ist, dann nimmt er den Topf in die andere Hand. Ich aber nehme ihn in diese, weil ich... Du hältst den Schwanz in der Hand. Ach, bist du ungebildet. Thank you.
Achtung! Extrablatt! Extrablatt! Mörder entflohen! $5,000 Belohnung! Extrablatt! Danke, mein Herr! Extrablatt! Mörder entflohen! $5,000 Belohnung! Hier, meine Damen! Mörder entflohen! $5,000 Belohnung! Die letzte Abendmeldung! Extrablatt! $5,000! Hier, meine Dame! $5,000 Belohnung! $5,000 Belohnung! Extrablatt! Oh, das ist eine schöne Geschichte, die wird dich bestimmt einschläfern. Pass auf, die alte Mutter Hopsten ging zu ihrem Schlachter, um für ihren Hund Knochen zu kaufen. Und als sie hinkam, fand sie den Laden geschlossen und der arme Hund kriegte keine Knochen. Tja, tja, armer Hund. Da lief sie zum Bäcker und wollte ihm etwas Brot holen. Aber als sie heimkehrte, da war der arme Hund schon... Oh je... Sie holte einen Teller, um ihm einen Brei zu machen. Und als sie sich umsah, raubte der Hund Opas Pfeife. Seit wann rauchen tote Hunde? Hey, komm her. Du schläfst in meinem Bett. Hey, komm her. Hey, du schläfst doch in meinem Bett. Sch, Narzisse, steh auf. Sch. Still! Psst. Was war das? Der Unsinn. Psst. Ist was passiert? Herzi, sie liegt in meinem Bett. Schmeiß sie doch einfach raus. Das habe ich ja schon versucht. Aber sie nimmt keine Notiz von mir. Deshalb wollte ich bei dir schlafen. Sag mal, warum müssen wir eigentlich flüstern? Wie? Ich frage, warum wir flüstern müssen. Ich wollte nicht, dass du aufwachst. Oh, danke vielmals. Das ist meine Nacht. Gute Nacht. Raus jetzt mit dir. Geh in dein eigenes Bett. Und die Ziege? Du wächst mich ständig auf. Was war das? Die Ziege musste mal raus. Das kann ich verstehen. Ich auch. Lösch das Licht aus. Sonst schlafe ich die ganze Nacht nicht ein. Heb die Füße hoch.
Gehen Sie mit Ihren Leuten das Dock ab. Die anderen kommen mit mir. Geschlafen wie ein Murmeltier. Ich auch. Du hast wirklich recht gehabt. Hier im Hafen atmest du genauso viel frische Seeluft ein, als ob du mitten auf dem Ozean schwimmen würdest. Na ja, das habe ich dir ja gleich gesagt. Oh ja. Und der Rat des Doktors wird auch ganz gefolgt. Richtig. Jetzt gehen wir beide an Land und besorgen uns ein feines Frühstück. Ich habe Hunger wie ein Löwe. Ich auch. Nun komm doch schon. Ich muss doch meinen Anzug aufhängen. Guten Morgen, ihr Seeräuber. Warum versteckt ihr euch hier? Sie haben wohl einen Vogel. Was geht das Sie an, ob wir uns hier verstecken? Und außerdem mache ich Sie höflichst darauf aufmerksam, Sie befinden sich hier auf unserer Privatjacht. Und dann sind wir beide ja zu zweit, mein Herr. Darum gebe ich Ihnen den guten Rat, möglichst schnell zu verschwinden. Hör zu, du Fettwanz. Als ich ein kleiner Junge war, habe ich von deiner Sorte 5 an der Uhrkette getragen. Lässt sie dir das gefallen? Ich würde sagen, nein! Ich hole einen Polizisten und lasse sie verhaften. Das würde ich nicht tun. Ich hole den Polizisten und er soll auf die Polizei warten. Ja, jawohl. Das ist eine gute Idee. Das machst du, Stanley. Und ich passe inzwischen auf unseren lieben Besuch auf. Ja, das ist eine gute Idee von mir. Lass mich mal durch. So, na, der wird sich wundern. Na, nu. Seeräuber. Fettwanst. Die Liebenswürdigkeiten wirst du noch teuer bezahlen, mein Freund. Olli, kann ich dich einen Moment sprechen? Natürlich. Entschuldigen Sie, dass ich Sie einen Augenblick allein lassen muss. Was hast du denn? Guck, Sie haben uns heute Nacht den Steg gestohlen. Oh. Du brauchst nicht zu suchen. Ich habe schon überall nachgesehen. Der ist so. Dieser Scherz geht aber zu weit, mein Herr. Bringen Sie uns sofort zum Steg zurück, sonst bekommen Sie es mit mir zu tun. Ach, im Ernst? Was heißt im Ernst? Glauben Sie ja nicht, wen Sie vor sich haben. Na, wen denn? Ich bin Mr. Hardy und das hier ist mein Freund Mr. Lord. Du. Was denn? Ach, lass mich jetzt in Ruhe. Übrigens. So, ihr seid Mr. Hardy und Mr. Lorre. Von heute an bist du für mich der Dicke und du der Doofe, verstanden? Oder hat jemand was dagegen? Nein, nein. Nein, nein. Dürften wir jetzt vielleicht auch Ihren werten Namen erfahren? Mein Name ist Nick. Sehr erfreut. Ein lieblicher Name. Und dann möchte ich euch noch Nick Junior vorstellen. Ich glaube, dass wir uns von jetzt an glänzend verstehen werden. Was sagt ihr dazu? Oh ja, Mr. Nick. Oh ja. Gut, dann merkt euch, von jetzt an befehle ich hier, klar? Ja, ja, ja. Und jetzt macht ihr komischen Vögel mir sofort was zu essen. Das ist leider unmöglich. Wir haben selbst nichts zu essen, nicht wahr, Olli? Nein, nein. Was? Keine Widerrede. Runter mit euch und macht mir mein Brötchen. Los, runter mit euch. Ja, lassen Sie uns doch erklären. Vorwärts, Herr Faulpelzer. Oder soll ich vielleicht das Nick Junior sprechen lassen? Nein, nein. Ich werde mal nachsehen. Vielleicht finde ich was. Das rate ich dir auch. Ruf mich, wenn ihr fertig seid.
Was nun? Ach, jetzt sitzen wir in der Falle drin und das habe ich dir zu verdanken. Ich kann doch nichts dafür, Dicker. Wieso kannst du nichts dafür? Und nenn mich gefälligst nicht Dicker, du Doofer. Es war deine Idee, dieses Boot zu mieten. Man kann sich einfach nicht auf dich verlassen, du Doofer. Und wenn ich lebend hier herauskomme, dann werde ich mich nur noch auf mich selbst verlassen. Das versichere ich dir. Wie sollen wir denn jetzt etwas zu essen herzaubern? Ja, genau das werden wir tun. Zaubern. Wie denn zaubern? Wir machen ihm eine synthetische Mahlzeit. Die haben wir doch auch nicht, verstehe ich. Ach, nicht. Du verstehst aber auch gar nichts. Synthetisch ist eine künstliche Speise. Zum Beispiel hier. Aus dieser Schnur hier machen wir Spaghetti. Ja. Und aus der Seife dort reiben wir Käse. Und so weiter und so weiter. Aber das kann er doch nicht essen. Damit vergiften wir ihn. Na, wenn schon. Wenn wir den großen Nick nicht klein kriegen, schafft uns der kleine Nick bestimmt. Sehr richtig. Und Selbsterhaltung ist die einzige Rettung. Notwehr. Hm? Notwehr. Stanley, du bist bewundernswürdig. Ja, das bin ich. Los, kümmere dich jetzt um das Feuer. Ja. Olli, könnt ihr den Schwamm auch nehmen? Ja, natürlich. Daraus machen wir gefüllte Kapfen. Großartig. Hey, ja. Du deckst inzwischen den Tisch. Ja. Du, sieh mal hier. $5,000 Belohnung für den, der ihn lebend oder tot bringt. Du, wenn der das isst, was wir hier kochen, dann ist die Belohnung schon so gut wie in meiner Hand. Und wo bleib ich? Och, du kriegst auch ein bisschen was. Ich werde mal sehen, ob ich noch was finde. Du, Olli, ob der Speck mag? Ja, dann nehmen wir den Docht. Was machen die denn, die Tomaten? Sieh dich mal um, vielleicht findest du was so ähnlich aussieht. Hier, da ist rote Farbe. Wunderbar, mach sie warm. Und was ist mit Brot? Wir backen ihm einfach ein paar Plätzchen. Dazu müssen wir Mehl haben. Mein Körperpuder ist ein feines Mehl. Ah, ja. Hallo, Captain. Ja, was ist denn los? Ich habe mein Boot gestern an ein paar Landratten vermietet. Die wollten unbedingt im Hafen bleiben, sind aber dann abgehauen. Schickt sie mir zurück, wenn ihr sie trefft. Der Kahn ist nämlich nicht seefest. Gut, wir werden sehen, was sich machen lässt. Vielen Dank auch, Captain. Volle Kraft voraus. Ah, das sieht aber gut aus, nicht wahr? Das ist ein leckeres synthetisches Essen. Wunderbar. Was ist denn das? Das ist Kaffee. Woraus ist der? Aus deinem billigen Tabak. Dann haben wir ja alles. Hallo, Mr. Nick. Ihr Essen ist fertig. Schon fertig? Ja, essen Sie schnell, solange es noch heiß ist. Das sieht gut aus. Ja, ja. Riecht fein. Hoffentlich schmeckt es auch so. Mhm. Wie wär's mit einer Tasse heißen Kaffee? Nachher. Es wird Ihnen sicher schmecken. Es ist genauso gut wie beim Mutter. Oh, so gut hat deine Mutter gar nicht gekocht. Und weil's so gut ist, esst ihr's jetzt.
Wie, was? Essen. Wir haben aber gar keinen Hunger, nicht wahr, Olli? Nein, ich lebe Diät. Ihr hört wohl schlecht. Essen! Nein, danke. Hey, nimm eins. Noch eins. Und du bist keins davon? Nee, ich mag keine Plätzchen. Ich esse lieber. Vielleicht nehme ich doch eins. Wenn Sie meinen, sogar zwei. Sehen Sie, ich habe ja gar kein Besteck. Hier ist deine, nimm eins. Wie wär's denn damit, Dicker? Danke. Wohl bekommst. Wie bei Mutter, was? Mhm. Nur viel besser. Nicht wahr? Probier mal die Krapfen. Sehr gern. Schmecken gut. Hilf Kaffee. Nein, nein, danke. Keine Widerrede. Trink. Blast doch! Blast doch!
das Freundchen. Oh. Lass doch, Sven! Ja, lass doch! Sven, du bist mich krass! Yes. Hier vor. Das möchte ich auch wissen. Wer ist das? Das ist der Kerl, der uns entführt hat. Entführt? Ja. Donnerwetter, das ist ja nicht Kreiner. Da haben wir ja einen großartigen Fang gemacht. Legt ihm Fesseln an. Bringt ihn weg, aber passt auf, dass er nicht wieder entwischt. Wisst ihr auch, dass ihr eine hohe Belohnung dafür bekommt? Was heißt wir? Ich bekomme die Belohnung. Wollt ihr sie nicht teilen? Oh nein, Olli gibt mir nie Geld in die Hand. Ganz richtig. Aber er sorgt für mich. Wie ist es euch bloß gelungen, diesen Kerl fertig zu machen? Oh, ich spreche nicht gern über meine Verdienste. Erzähl's ihm doch ruhig, Olli. Du musst nicht so bescheiden sein. Erzählst du ihm. Also das war so. Da kamen diese zwei Kerle auf unser Boot. Wieso zwei? Na ja, der Große und der Kleine Nick. Ob sie es nun glauben oder nicht. Ich hatte plötzlich eine großartige Idee. Passen Sie mal auf. Hupen! Hupen! In welcher Zelle sitzt Nick Reiner? Zimmer 3. Gut. Da hast du mir mal wieder eine schöne Suppe eingebrockt. Immer bin ich schuld. Immer musst du mit mir schimpfen.